Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zum neuen Angezockt. Ja, City Skylines wollen wir heute anzocken. Da sagt er euch, haben wir das schon? Ja, aber das ist die Remastered-Version für die PS5. Ich will euch nur schnell hier zeigen. Alle DLCs wurden auch übernommen, sind jetzt PS4, PS5. Die ihr gekauft habt, könnt ihr natürlich auch für die PS5 ganz normal weiterverwenden, braucht er nicht nochmal kaufen. Ich habe ja nur drei, oder vier habe ich ja nur, ne, drei habe ich, ne, vier. Ja. Drei, die Oma Nummer vier. Es kann zu Problemen führen. Bei mir hat er bei jedem dieser vier DLCs, ich gehe rauf und sage, jetzt hier steht ja Geld, aber da steht ja den Download und drücke auf Download. Dann kam Fehler. Sag ich, ist okay. Nochmal Download gedrückt, kam wieder Fehler. Sag ich, okay. Fehler. Und das drei, vier Mal. Und dann ging's. Aber bei jedem musste ich drei, vier Mal den Fehler wegdrücken und halt nochmal neu machen. Wir werden mal jetzt eine kleine Stadt bauen. Ich habe ihn schon aufgenommen, hatte aber ein bisschen zu groß gebaut. Weil ich bin ja noch meine Landkarte von der PS4 gewöhnt. Da habe ich schon über die Hälfte der Landkarte voll. Da baue ich natürlich viel größere Dimensionen als hier, wenn du hier frisch anfängst. So, und hier oben habt ihr dann praktisch eure DLC-Landkarten. Mit R1 könnt ihr da hin und her wechseln. Wir nehmen jetzt einfach mal ganz normale City Skylines. Und wir nehmen halt großer Fluss. Großer Fluss. Wir nennen das natürlich um in Asgard. Weiter. Wir machen hier nicht, also könnte man Rennen machen und dann kriegt man aber keine Trophäen. Wollen wir nicht. Wir wollen Trophäen verdienen. So. Und dann fangen wir erstmal an zu bauen. So. Erstmal hier nur so ein kleines Stücke, weil Geld brauchen und hier zu. So. Und nee, da lassen wir mal so eine Trennwand dazwischen. So, dann machen wir das Wichtigste zuerst. Wasser. Und wir setzen bei Wasser gleich mal ein Windrad daneben. So hat Wasser schon mal Strom. Und wir setzen natürlich hier oben. Na, auch Katerchen. Wir setzen hier oben auch einfach mal drei Windräder rein. So. Dass die da Strom haben. So. Und jetzt die Wasserleitung. Müssen auf jeden Cent aufpassen hier.
man halt nicht zu teuer bauen. So. Abwasserrohr. So. Das habe ich mit Absicht hier weit weggesetzt und hier geht die Strömung lang. Weil sonst haben wir, wenn wir das hier oben in der Nähe oder hier hinsetzen, haben wir die ganze Gülle hier. Und dann ist unser schönes Wasser dann alles natürlich hinfällig. Ich mache mal Pause, dass mir mein Jät hier nicht weiter flöten geht. So. Wollte eigentlich, naja, mach einfach mal so, dann grün, wollte eigentlich mehr grün haben. So, und jetzt... Ach so, falsch. Kombination Wasser und Heizrohre. Thank you.
könnte jetzt hier natürlich, dann hätte ich auf jeden Fall hier. Jetzt bin ich pleite, jetzt habe ich nichts mehr. So. Die Windräder gehen, Strom sollte jetzt fließen. Warum ist hier noch nicht? Sind doch zusammengebunden, oder nicht? Naja, egal. Die siedeln sich schon an. Machen wir ganz schnell vorspulen. Mit 360 müsste ich ein neues Darlehen oder allgemein ein Darlehen machen können, wenn ich 360 Bürger habe. Und dann können wir da noch ein bisschen Schulgebäude und so bauen, wenn wir das schon freischalten haben sollten. Aber den Anfängerfehler mit Abwasser hatte ich bei meiner allerersten Landkarte gemacht. Da habe ich die Beeten nebeneinander gebaut. Und auch in die richtige. Und danach habe ich dann. Nee, beim ersten Mal nicht. Beim ersten Mal habe ich es nur so. Dann hat sich das hier alle gesammelt. Beim zweiten Mal hatte ich Abwasser dann ein Stück weiter gemacht. Aber auch. Das ist nicht immer so eine Strömung gewesen. Und dann ist das immer größer und größer und größer. Wir haben das Dreckzeug um das Abwasserrohr. Und das ist dann bis zum Trinkwasser gekommen. Und dann haben sie auch alle beschwert. Na, seht doch mal, guck mal. Da siedelt sich da was an. Ich habe aber immer noch da oben keinen Strom. Schon wieder Stromausfall. Ja, ich brauche was Größeres. Aber wir haben noch Wachstum. Das ist die Hauptsache. Aber 360. Jetzt können wir einfach nur noch warten, Schulden machen und warten. Und Daumen drücken. Dass nicht irgendwas passiert und die sagen, ja. Das Steuern will ich mir jetzt lieber nicht angucken, alles. Was? Abwasser?
Der Dachfass hat keinen Strom, ich Idiot. Oh, ich hätte da ohne Strom hinsetzen müssen. Scheiße. Ah, fuck. Es wächst noch. Solange es wächst, ist es gut. Sobald es nicht mehr wächst, haben wir ein Problem. Ab 360. Daumen drücken, dass wir die 360 erreichen. Achso, ich muss ja mal wieder Play drücken. Komm, bitte, 60 noch. In die 70. Ja, los. Komm. Ja, los. Bisschen müsst ihr noch durchhalten. Und sobald das so erledigt ist, werde da glücklich sein. Ich setze da direkt Strom ran. Noch 30. Oh, es geht rückwärts. Nee, vorwärts. Komm. 14. 13 noch. Erreicht. Darlehen. Nehmen. So. Strom. So. Jetzt dürfte keine Abdeckungsprobleme mehr geben. So, kann ich noch? Oh ja. Arztpraxis. Oh nee, ich habe nicht genug, oder? Doch. Muss ich eine Hauptstraße machen. So, Arztpraxis. Mist. Für eine Schule fehlt wieder die Kohle. Mist. 10.000. So, gucken. Jetzt. Sollte Abwas ja funktionieren. Ja, Abwasser geht weg. Alle sind so glücklich.
17 von 16 Arbeitern. Ungebildet. Nicht genügend Arbeiter. Mit dem nächsten Darlehen. Wenn die Bevölkerung 750 erreicht. Also gut, wenn wir Glück haben, schauen wir das vielleicht auch noch. Und dann müssen wir unbedingt eine Schule bauen. Und auf jeden Fall Straße und ja, Wohngebiet. Polizei wird ja wahrscheinlich dann auch bald noch kommen. Wartet 750, okay. Oh. Aber wechseln die Zeit. Aber warum ist hier ist so viel Platz noch? Warum bauen sie ja jetzt endlich? Eine Schule brauchen wir denn dringend eine Schule. Wenn ich genug Geld hätte, könnte ich hier hinten auch noch anbinden. Ich komme aus meinen Schulden. Geil. Gleich Pause machen. Ich habe so ja noch 23.000. Mensch, ich bin ja richtig gut hier. So, Kredit nehmen. So, Schule.
So, ich bräuchte dann halt mehrere Schulen. Aha. Sollte das aber ausreichen. Polizeiwache. So, verteilt. Und natürlich noch ein Feuerwehrgebäude. Zu viel. Oh, dass da oben noch was sein kann. So. Ein bisschen mehr Industrie, ein bisschen weiter weg. Wenn sie mehr Häuser wollen, müssen wir größere Häuser bauen. So, nächste ist bei Bevölkerung von 22.000. Ja, das dauert eine Weile, bis wir da sind. Scheiße, ich hätte mal mehr Wasser und Abwasser machen sollen. Strom. Mal gucken. Oh. Nebliges Wetter. Ja, das ist durch den Smog. Müllplatz, ja, der kommt auch noch. Hm. Jetzt beschweren sie langsam über Müll. Und ich habe keine Kohle mehr für Müll. Einzigartiges Gebäude. Freiheitsstatue. Ein Park. Shoppingstatue. Ist die 4000. Ja, dann müssen wir erstmal aus unseren Schulden raus. Aber es werden ja mehr Leute. Es werden mehr Leute und so. Schulden werden weniger. Oh, Strom. Ah, Scheiße.
Gülleplatz, dann brauche ich aber auch wieder. Oh fuck, das kostet auch wieder wie so schweinemäßig Kohle, die Straße dahin zu donnern. Oder machen wir hier oben rein. Da hinten irgendwo in die Ecke. Scheiße, Strom wird knapp. Transportrouten. Ach, Kacke. Bringt's auch nicht. Ich habe ja gedacht, durch Steuern senken für Privatpersonen und für Unternehmen ein bisschen was erhöhen. Gleicht das aus und macht die Privatpersonen halt gleich ein bisschen glücklicher, aber leider nicht. Budget. Für Straße, Strom lassen wir mal, Wasser lassen wir, Möbel habe ich ja jetzt 0%, gehen wir auch auf 50% runter, ne 70%, so, wir müssen sparen, wir sind arm, aber auch noch nicht sexy, wir sind ja erst am Aufbau, so, und Scheiße, ich habe so runtergewirtschaftet die Stadt. Ich hätte im Prinzip noch kleiner anfangen müssen, aber naja. Können wir ja nochmal kurz speichern. Oh.
Nein, ich muss mich stoppen. Ich darf nicht wieder zu groß bauen. So, Wasserwerk. So. Abwasser. Machen wir jetzt was anderes. Ich baue mal hier dann mitten rein auch. Jetzt. Scheißegal, ob es schräg ist oder nicht. Danach gucke ich jetzt nicht. So.
denn immer noch kaufen? Habe ich nicht mehr genug Geld. Okay. Versorgen sich ja dann. Wenn die Gebiete vernünftig untereinander connected sind, dann brauchen wir auch keine Stromleitung packen. Warum sind die denn immer noch sauer? Hier ist doch alles da. Jetzt kommt Industrie. Geld kommt rein. Machen wir Minus oder weniger. Wir bleiben jetzt ganz klein. Wir machen wirklich ganz kleine Brötchen. Na, geht doch. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Mein Minusbetrag wird auch schon weniger. Dann kann ich mich hier oben die Müllhalle hinpacken. Und ich muss auf jeden Fall in mehr Strom investieren. Dann mache ich beide Müllhalde, werde ich dann ein Kohlekraftwerk hinsetzen und dann einfach hier rüber die Stromleitung. Selbst da, da wo ich nicht gedacht habe, da. Hier, guckt euch das an, weil das Budget halt reicht. Kleine Wohnung hingesetzt. Aber Industrie wird ein bisschen wenig. Ich hätte, glaube ich, vielleicht doch mehr Industrie. Aber die anderen Industrie, ich mache mir hier eine lange Straße denn hin. So. Und hier kommt die Müllhalde hin. Dann kann auf der ganzen Straße kann Industrie sein. Das ist dann weit ab von der Stadt. Und später, wenn ich Busse kriege und so, dann kann ich auch Busse packen. Ja, mein Minus wird auch schon weniger. Vielleicht komme ich ja vom Plus aus auf die 360. Okay, das ist glaube ich neu, das konnte ich früher nicht. Gebäude als historisch kennzeichnen.
Boot ist so ja noch drin, ist ja so damit versorgt. Solange die Gebiete hier nicht ausbauen, wird ohne Stier sein. Aber das kann ich ja umgehen, wenn ich da gleich eine Praxis hinbaue oder so. Dann ist hier auch Strom, dann werden die Gebiete auch interessanter. Ah, ich mach Plus. Achso, ich müsste ja mal wieder anmachen. Ich wundere mich, dass hier nichts passiert. Ah, jetzt geht's. Jetzt guckt euch das an. Ich komme in Plus. Ja. Darlehen beantragen. Zack. So. Und dann Müllanlage. Gebäude müssen neben der Stadt platziert werden. Oh Scheiße, echt jetzt? Wer will denn eine Müllanlage in der Nähe haben? Neue Projekte. So. Trotzdem ein bisschen weit ab, okay. Da reicht ja eh ein Schulgebäude. Spar Kohle. Und eine? Achso, nee, das ist ein Arzt. Arztpraxis. Ja, Schulgebäude.
nicht genügend Geld. Ach Mist, ich hab jetzt vergessen, dass das Strom braucht und Abwasser und so weiter alles. Kommen wir weiter ins Minus. Oh, Mist. Dann müssen wir, bevor wir ins Minus kommen. War wahrscheinlich wieder was verkalkuliert. Aber mal gucken. Ah, mein Minus sinkt. Jetzt haben sie alles. Die haben Abwasser, die haben Wasser, die haben Strom. Also jetzt dürfte eigentlich nichts mehr offen sein, was die unzufrieden macht. Außer Bildung. Aber wohl, die Schule habe ich. Es könnte halt nur die nächsten Schulen kommen. Das ist auch neu. Ich war kurzzeitig im Plusbereich, so wie es aussieht.
muss man der Großen genau noch einen Brief, noch eine Nachricht schreiben. Wo ist sie denn? Naja, na gut sein, dann lassen wir los. Ey, schon eine Stunde, ey. Mit zwei Städten. Aber jetzt mit der kleineren Stadt. Oh, gut, das Gebiet sieht aber ganz schön kontaminiert aus. Ja, und dann ein bisschen Wohngebiete mitten da rein. Sieht auch ganz gut aus. Polizei, Feuerwehr. Na gut, die muss ich noch bauen. Aber die waren gerade Feuerwehr. Oder irgendwas, ein Krankenwagen oder irgendwas waren schon unterwegs. Mal gucken. Ja, 100 haben wir schon. So, dann würde ich mich jetzt hier von euch verabscheuen. So, wir haben ja immer noch mit den Bauarbeitern. Ich könnte auch mal die Grafik von nah sehen. Also näher ranzoomen kann ich nicht. Straßennamen kann man jetzt wohl auch umbenennen, wie sie uns gesagt haben. Wobei ich das noch nicht. Mal gucken, wie ich da anklicken soll. Wählen Sie Objekt aus Pipette. Ja, muss ja dann hier irgendwo sein. Ich bin ganz zufrieden mit der Stadt jetzt. Wir haben da zu wenig Bauarbeiter. Naja, zu wenig Kräfte, denn hier ist da noch Platz. Dann baut doch da aus. Wieso macht denn hier keiner was? Hat alles Strom. Das ist ja die. Achso, die Gebiete haben jetzt hier keinen Strom. Hat sich hier ohne. Ach, da habe ich ja noch nicht mal zugewiesen. So, machen wir schön Industrie da hinten hin. So, dann noch Blaue mit rein. Wer Bock hat, kann sich da auch ansiedeln. Ach, ich habe das Gebiet noch nicht mal zugewiesen. Deswegen kann hier keiner. Da brauche ich mich ja nicht wundern. Ich Idiot. Oh. Dann brauche ich mich gar nicht wundern, dass hier keiner hinzieht. Jetzt. Ja, jetzt wird es um mit Strom der nach und nach versorgt, die ganzen Gebiete hier. Oh Mann. Naja, dann lassen wir das hier einfach mal laufen. Ich werde das so unkomprimiert hochladen, wie ich es jetzt hier aufgenommen habe für euch. Also ich werde jetzt hier nicht Intro, Outro oder irgendwas machen. Weil YouTube rendert das ja auch nochmal, damit ihr so nah wie möglich an dem Ergebnis seid, wie ich es hier habe. Also ich finde grafisch, es sah damals schon gut aus, aber hier die Bäume sehen ein Stück besser aus und die Häuser. Und ich habe halt auf diesen scharfen Kanten von dem Hausdach nicht mehr diese Kanten flimmern, was bei manchen Gebäuden damals war, wo dann oben so ein bisschen so geflimmert hat. Das ist jetzt. Ah, da kann man. War ein deutscher Krankenwagen.
Nein, warte, das können wir noch schnell bauen. Dann machen wir mal hier. So, und zwar ein Polizeirevier. So. Gucken wir mal, wo wir das am besten hinsetzen. Bis auf da hinten wird alles gut versorgt. Und wenn wir das hier reinsetzen, dann wird alles gut versorgt. So, da reicht auch eins. Und eine Feuerwehrwache. So. Die ist aber sehr groß hier. Mein Geld hin. Gut, dann kann ich das nicht mehr bauen. Dann müssen wir erstmal warten, bis wir da aus dem Minus raus sind. Was kostet die 12.000? Oh, wir machen 300 noch was plus. Aber wir werden dann gleich auf jeden Fall weniger plus machen, weil logischerweise zum Betrieb vom Polizeirevier, Feuerwehr, ist Kohle notwendig. Da müssen wir dann selber noch was dazu sponsern. Also von unseren Einnahmen, die wir durch Steuer machen, geht da natürlich dann Geld flöten. Aber ganz ohne geht's nicht, weil sonst gibt es Verbrechen. Und wenn Feuer ist, kann die ganze Bude, also die ganze Stadt abbrennen. Das ist natürlich dann auch nicht so pralle. Aber das schaffen wir jetzt nicht. Deswegen verabschiede ich mich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Sollte eigentlich kein Let's Play werden. Wir sind jetzt schon wieder bei einer Stunde, 7 Minuten. Ach, wenn ich da immer drin bin, dann komme ich da auch mal schlecht raus. Ich kann dann auch mal nicht abreißen. Guck mich gerade auf, wenn ich mich auf die Stadt konzentriert. Und manchmal muss man irgendwas abreißen. Mir fällt es immer schwer, Sachen abreißen, dafür, dass ich was Neues bauen kann oder einen anderen Weg. Ich mache dann immer irgendwie außen rum oder was immer nicht so das Ideale ist. Manchmal muss man ein paar Häuser opfern, um da vielleicht eine Feuerwehrwache reinzusetzen oder so, damit das ganze Gebiet sicherer ist. Aber naja. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ahoi. Sagt euch. Achso, kann ich bauen. Zack. Ihr baut. Yeah. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.